Ja, ganz herzlichen Dank und willkommen an Sie im Saal und Sie zu Hause, auch wenn Sie wenige sind. Ich freue mich über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der die Interesse hat und sich auch an so einem schönen Sommertag die Zeit nimmt, herzukommen oder mir zuzuhören. Danke auch für die Vorstellung. Das war fast alles aktuell. Keine Ahnung, wo diese Quelle noch ist. Aber ja, ihr wart sehr lange auch an der Fachhochschule für Sozialarbeit unterrichtet, aber macht das mittlerweile aus Zeitgründen nicht mehr. Sonst würde ich es sehr gerne gemacht, weil es eben auch was mit meinem ursprünglichen Beruf als Sozialarbeiterin zu tun hat. Und weil eben, werden Sie heute auch merken, auch meine Forschung immer sehr eng verbunden ist mit der Praxis. Und deswegen finde ich es auch immer sehr spannend, auch in Studiengängen zu arbeiten, wo die Praxis ganz stark im Zentrum ist und diese Verknüpfung von Theorie und Praxis auch wirklich in der Lehre erwünscht ist und willkommen ist. Heute möchte ich über Active Citizenship Learning sprechen. Die Ringvorlesung insgesamt hat den Titel Multidisziplinäre Perspektiven zu Frieden und Konflikt. Und eine der Disziplinen, die sich da mit dem Thema beschäftigt, sind eben auch die Bildungswissenschaften. Und da gibt es eben da eine Auseinandersetzung, die ganz eng mit dem Thema zusammenhängt. Also Sie kennen vielleicht das Schlagwort der Friedenspädagogik, darüber rede ich heute nicht. Oder auch, man kann sich vielleicht Bildungssettings vorstellen, wo Menschen lernen, wie sie mit Konflikten umgehen, etc. Also der ganz, ganz konkrete Bezug. Meine, es wird ein bisschen breiter, weil ich nämlich so über Demokratie lernen im ganz allgemeinen und breitesten Sinn sprechen möchte, aber es hat natürlich auch ganz viel mit dem Frieden und Konflikt dann zu tun. Ja, ich werde also über aktives gesellschaftliches Engagement sprechen. Das ist nicht nur ein Ziel, zu dem Bildungsprozesse beitragen können, dass sich Menschen in einer Demokratie auch als aktive Bürger und Bürgerinnen, und ich werde später noch genauer sagen, was ich darunter verstehe, einsetzen und auch entsprechend beteiligen, sondern bürgerschaftliches Engagement ist auch ein Lernfeld an sich. Also im Tun, im sich engagieren wird auch sehr viel gelernt, was dann wieder demokratierelevant ist. Weil Engagement in der Demokratie braucht ja auch, sage ich mal, kompetente Bürger und Bürgerinnen. Und da gibt es ein breites Spektrum auch an Ideen und Ansätzen dazu. Was ist denn sowas wie Kompetenz im Bereich des demokratischen Handelns? Das lernt man einerseits in formalisierten Bildungsangeboten. Sie haben vielleicht in der Schule das Fach politische Bildung gehabt. Das wird ja jetzt stärker akzentuiert, also in meiner Schulzeit. War das zwar auch, glaube ich, schon als Unterrichtsprinzip oder als Querschnittsthema irgendwo ist das gestanden, aber gespürt haben wir nichts davon. Sehr lange Diskussion. Aber man lernt eben auch im Alltag und eben in Tätigkeiten, die auch sozusagen direkt mit demokratischem Engagement zusammenhängen, ganz wichtige Kompetenzen. Ich werde nachher noch Beispiele nennen. Das sind ganz konkrete Dinge wie Organisationsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit. Aber das sind auch so Sachen wie einfach ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, besser zu verstehen, in welchen Zusammenhängen leben wir und dann auch Ansatzpunkte zu finden für das eigene Handeln. Aber jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Ich sage einmal, was ich für heute vorbereitet habe. Ich möchte, weil ich ja diesen Begriff auch im Titel stehen habe, Active Citizenship ein bisschen näher erklären. Ein paar Begriffe und Konzepte vorstellen. Es gibt da Fülle an unterschiedlichen Ansätzen, kann ich natürlich nicht alle vollständig abhandeln, aber mir geht es darum, Ihnen ein bisschen einen Einblick in den wissenschaftlichen Diskurs auch zu zeigen und dann auch zu erklären, was ich in konkreten Projekten, die ich Ihnen dann später auch vorstellen möchte, beispielhaft davon stehe und wie man das dann auch in eine Praxis übersetzen kann. Also mir geht es da heute um die pädagogischen Dimensionen, was wird gelernt rund um Active Citizenship. Und die konkreten Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte, ist einerseits ein Projekt, das wir im Bereich des freiwilligen Engagements vor 3 Jahren durchgeführt haben oder vor 3 Jahren abgeschlossen haben. Aha, das macht sich jetzt selbstständig. Kann das sein? Ich mache eigentlich gerade gar nichts. Kann irgendjemand mit meinen Folien was machen? Ich habe gehört, die Präsentationsrechte gehen lange und irgendwas. Okay. Also bitte online nicht die Präsentationsrechte ergreifen, übernehmen.
Gut, dann versuchen wir es noch einmal. Ich meine, legen kann ich auch trotzdem, sonst lassen wir die Folien halt weg, wenn es gar nicht funktioniert, lasse ich mich davon nicht abhalten, zu sprechen. Genau, also das erste Beispiel wird so sein, zu schauen, was lernen Menschen, die sich freiwillig engagieren. In dem Fall, ein Projekt, das wir durchgeführt haben an meinem Institut, haben wir darüber geforscht, was Menschen lernen, die sich für Geflüchtete engagieren. Das Ganze ist so im Lichte der Fluchtbewegung 2015, 2016 entstanden, wo sie ja wissen oder vielleicht sogar selbst beteiligt waren, dass sich viele, viele Freiwillige in unterschiedlichsten Formen bei der Unterstützung Geflüchteter in Gemeinden, in Städten und so weiter engagiert haben. Da haben wir uns angeschaut, welche politischen Lern- und Bildungsprozesse finden in diesem Engagement statt. Das zweite Beispiel, wenn wir ganz kurz streifen, das hat den Titel gehabt Active Urban Citizenship, da haben wir konkret mit einer Gruppe von Frauen dazu gearbeitet, wie sie sich ihre Visionen für die Stadt Graz vorstellen. Da geht es um die Frage von Entwicklung des eigenen Lebensraums, sich einmischen in das eigene Lebensumfeld und in die Entscheidungen, die da auch getroffen werden. Und dann, wenn ich noch Zeit habe, das war noch ein bisschen offen, möchte ich Ihnen aber auch vorstellen, es gibt auch so Top-Down-Prozesse, die Bürgerinnenbeteiligung auch forciert wird und umgesetzt wird von staatlicher Seite. Und da möchte ich ein paar Worte vielleicht dazu sagen, welche Konzepte gibt es denn in der Stadt Graz? Auf der Ebene der Stadt, weil da gibt es ein paar auch Institutionen, die sich darum kümmern, eben partizipative Prozesse für Bürger und Bürgerinnen zu organisieren. Und da könnte ich, wenn Zeit noch bleibt, auch ein paar Worte dazu sagen. Ja, wie immer gibt es am Ende eine Zusammenfassung und ein paar weiterführende Gedanken. Fangen wir mal ein bisschen mit der Begriffsklärung an. Was ist überhaupt Active Citizenship? Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben, ob er Ihnen geläufig ist. Er kommt nämlich nicht nur vor in so wissenschaftlichen Diskursen, sondern durchaus auch in bildungspolitischen Debatten und in einschlägigen bildungspolitischen Dokumenten. Unter anderem in Dokumenten der Europäischen Union, aber auch in den SDGs finden wir sowas wie Citizenship Competence. Und ein wichtiges Dokument oder ein wichtiges Bildungskonzept der Europäischen Union ist das sogenannte Lifelong Learning. Der Hintergrund, warum die EU das Lifelong Learning forciert, ist natürlich hauptsächlich ein ökonomisches Interesse. In einer sich sehr rasch wandelnden Arbeitswelt gibt es einfach auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass Menschen ermutigt werden, befähigt werden, sich auch stetig weiterzubilden, um eben auch den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft zu genügen. Es gibt aber in dieser Diskussion über Lifelong Learning auch eine Dimension, die jetzt nicht nur auf den Arbeitsmarkt bezogen ist, sondern da geht es eben auch um bürgerschaftliche Kompetenzen, die gefördert werden sollen. Die Formulierung habe ich Ihnen da auf die Folie abgebildet, damit man mal eine Idee hat, was Citizenship Competence, so ist dann der Terminus bei der EU, was darunter verstanden wird. Und da sehen Sie eben, steht, ist the ability to act as responsible citizens, ein fully participating civic and social life und so weiter. Spannend ist hier einfach responsible citizen, diese Formulierung, wo man gleich mal fragen kann, ja, was ist denn ein responsible citizen? Das wird nicht näher ausgeführt in diesen Dokumenten, aber wenn man sich sonstige Unterlagen, eben zum Beispiel von der Europäischen Union anschaut, dann wird klar, dass damit hauptsächlich gemeint wird, dass Bürger und Bürgerinnen sich eben in den bestehenden demokratischen Strukturen und Systemen beteiligen, bewegen können, zur Wahl gehen und so weiter. Also so eher die konventionellen Formen der politischen Beteiligung, das ist aber nur eine Dimension, was man vielleicht unter Act as Responsible Citizen sich vorstellen könnte. Es könnte ja auch heißen, dass man sich engagiert, um Systeme auch zu hinterfragen, zu verändern. Das ist da eher nicht gemeint, aber in meinem Verständnis und in dem wissenschaftlichen Begriff, das reicht eben weiter. In den SDGs, die Sie ja wahrscheinlich in der letzten Zeit oft gehört haben, mit viel drüber diskutiert, gibt es ja auch das Goal Nummer 4, wo es um Bildung geht. Und im Goal 4.7 finden Sie auch eben diesen Begriff der Global Citizenship. Und insofern kann man sagen, ist das auch hier ein Thema. Es gibt aber eben unterschiedliche Verständnisweisen, wie bereits erwähnt, so als Top-Down-Konzept, dass man sagt, wir müssen eben irgendwas tun, um Bürgerinnen zu beteiligen. Staatlich gelenkt kann man ungefähr historisch einordnen, sind solche Konzepte in den 1980er Jahren entstanden. Aus der Zeit stammt auch eigentlich dieser Begriff in der pädagogischen Debatte. Ein
nicht ganz, wir sagen, es ist keine direkte Übersetzung, ja, politische Bildung und Active Citizenship Learning sind nicht dasselbe, aber im Deutschen sprechen wir eher von politischer Bildung und auch da gibt es ein ganzes Spektrum. Ich habe vorher schon erwähnt, politische Bildung in der Schule ist ja oft eine sehr klassische politische Bildung, nämlich dass man einfach mal lernt, Kinder und Jugendliche, wie funktioniert überhaupt ein politisches System, wie funktionieren Demokratien, was sind auch die Institutionen, Parlament und so weiter, Gewaltentrennung, dass man das einmal versteht, das sind politische Parteien, aber ein Begriff von kritischer politischer Bildung geht doch schon deutlich über das hinaus. Da gibt es einen Begriff in der Pädagogik, der da ganz wichtig ist, der rekurriert auch auf die Aufklärung, nämlich der Begriff der Mündigkeit. Man versteht darunter jetzt im Rahmen der politischen Bildung die Befähigung von Menschen, seien es jetzt Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene, zum Verständnis politischer Konzepte und Vorgänge, aber auch zur kritischen Beurteilung und Reflexion dieser Vorgänge. Kritische politische Bildung ist dann noch etwas prononcierter. Da gibt es auch eine Definition einer deutschen Gesellschaft des Forums kritische Bildung, kritische politische Bildung, die eben sagen, es geht hier auch wirklich um die Analyse von Macht- und Herrschaftsverhältnissen ganz explizit und um die Frage, wie wir als Individuen, als Subjekte in diese Verhältnisse eingebunden sind. Ja, niemand von uns ist sozusagen frei davon und kann sich außerhalb stellen, aber es ist einmal wichtig, um sich überhaupt verhalten zu können in dem Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, aber zu verstehen, wie bin ich davon betroffen. Eine weitere so Unterscheidung und Dimensionierung könnte man treffen, indem man sagt, Citizenship kann als ein Status verstanden werden. Also ich habe eben staatsbürgerliche Rechte, zum Beispiel qua Geburt, oder es wird mir verliehen und ich kann die Staatsbürgerschaft erwerben und damit sind bestimmte Rechte und Pflichten verbunden. Wir leben in einem Land, in dem eben nicht alle Menschen, die hier leben, auch staatsbürgerliche Rechte haben, wie Sie wissen. Österreich hatte also Schlagwort Migration, eines der restriktivsten Staatsbürgerschaftsgesetze eigentlich im internationalen Vergleich, zumindest wenn man sich zum Beispiel den Migrant Integration Policy Index anschaut, wo 36 Staaten weltweit miteinander verglichen werden in Bezug auf verschiedene Integrationsindikatoren, da sieht man sehr deutlich, dass gerade bei den Citizenship Rights Österreich sehr schlecht abschneidet im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Das heißt, es leben eigentlich nicht wenige Menschen in Österreich, die hier einen Lebensmittelpunkt haben, Steuern zahlen, arbeiten, oft sehr lange hier leben, aber eben politisch nicht mitentscheiden können. Also das ist auch wichtig, sozusagen ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Und davon ist zu unterscheiden, dass Citizenship aber auch eine handelnde Praxis ist, die nicht notwendigerweise nur an diesen rechtlichen Status gebunden sein muss. Und das werde ich dann später auch noch an dem Beispiel zeigen von dem einen Projekt, dass es schon eine relevante, demokratiepolitisch relevante Frage ist, wie kann man auch Menschen, die jetzt kein Wahlrecht beispielsweise haben, trotzdem einbeziehen in politische Diskurs, weil es betrifft sie auch und sie sind auch Menschen, die politisch denken und die sich auch einbringen wollen. Oder, ich meine, das kann ich nicht generalisieren, aber viele wollen sich auch einbringen und haben über diese konventionellen Wege oft keine oder wenige Möglichkeiten. Und dann ist die spannende Frage, will man das trotzdem ermöglichen und wie kann man das machen? Ja, Active Citizenship, hier sehen Sie nochmal, also ich habe jetzt mal zwei so Unterscheidungen aus der Literatur. Kennedy unterscheidet zwischen Conventional Citizenship, das wäre eben so die Teilnahme in Wahlen, aber auch die Kandidatur für ein politisches Amt beispielsweise, unterscheidet Kennedy von dem, was er Social Movement Citizenship nennt. Darunter ist eben freiwilliges Engagement zu verstehen, Menschen, die sich irgendwo einsetzen für das Gemeinwesen, für die Gemeinschaft, um zum Beispiel soziale Ungleichheit, auch um da einen Beitrag zu leisten, das zu mildern oder das zu verändern oder eben benachteiligte Personen, Gruppen und so weiter zu unterstützen. Noch einmal eine dritte Kategorie, die Kennedy nennt, ist dann die sogenannte Social Change Citizenship. Das geht eben einen Schritt weiter, da geht es dann sozusagen nicht nur darum, hier sich irgendwie karitativ zu betätigen, sondern tatsächlich an den Ursachen anzupacken und auch wirklich soziale Veränderungen herbeizuführen. Das kann dann eben zum Beispiel sein, ich organisiere eine Demonstration oder beteilige mich an einer Demonstration und manche dieser Aktivitätsformen sind auch im nichtlegalen Bereich, also Schlagwort ziviler Ungehorsam, würde auch da noch drunter fallen. Ein bisschen ähnlich ist die Unterscheidung bei den Flinders.
die nennen die eine Kategorie Personally Responsible Citizenship. Damit meinen sie so eher individuelle Einstellungen, Charakterdispositionen, Menschen, die bereit sind, sich an gegebene demokratische Regeln zu halten. Die Participatory Citizenship, nach Weinberg und Flinders, würde meinen, dass man eben sich eben auch wirklich an Aktivitäten beteiligt, die einer größeren Gruppe zugutekommen. Und die dritte Kategorie wäre eigentlich Justice-Oriented Citizenship. Da geht es, wie vorher schon ähnlich erwähnt, darum, die Ursachen für soziale Ungerechtigkeit tatsächlich an den Wurzeln zu packen und sich dafür einzusetzen, dass diese Ursachen eigentlich bearbeitet und bekämpft werden. Ich habe hier ein Beispiel, das ist zitiert nach Weinberg und Flinders, das das finde ich sehr schön anschaulich macht. Individualized oder the Personally Responsible Citizen contributes food to a food drive, the participatory citizen helps to organize the food drive, and the justice-oriented citizen explores why people are hungry and to solve root causes. Also, ich glaube, mit dem Beispiel muss ich nicht mehr erklären, wird diese Unterscheidung sehr deutlich. Und was wir wissen aus Studien und auch in unserer eigenen Forschung gesehen haben, dass es da manchmal so einen Prozess gibt bei Menschen, die beginnen, sich zu engagieren, dass die dann oft sozusagen von der einen Stufe in die nächste auch gehen, weil sie irgendwie merken, sie kommen mit ihrem Engagement eigentlich nicht ans Ziel, solange sich sozusagen die Bedingungen nicht ändern. Und das führt dann oftmals dazu, und das sind dann eben schon Lern- und Bildungsprozesse, dass man dann auch sagt, ich möchte mich auch in einem größeren Rahmen engagieren. Nicht alle Leute tun das selbstverständlich, aber das ist eben zu beobachten, dass das immer wieder mal passiert im bürgerschaftlichen Engagement. Eben je mehr man lernt über die Hintergründe und versteht, warum eigentlich bestimmte Situationen in unserer Gesellschaft so sind, wie sie sind, desto stärker entsteht dann halt bei manchen Leuten auch der Impuls, woanders anzusetzen und sozusagen sich nicht immer nur im Kreis zu drehen mit dem eigenen Engagement auch. Es gibt dann noch einen weiteren Terminus, der nennt sich Activist oder Activist Citizenship. In der Literatur finden Sie das. Und da sehen Sie zwei sicher bekannte Bilder von neuen sozialen Bewegungen, Protestbewegungen. Also mit Activist Citizenship hat man, glaube ich, gleich mal solche Bilder, die man assoziiert. Also Menschen gehen auf die Straße, artikulieren auch sehr lautstark, oft auch mit kreativen Mitteln, ihren Protest, um auch gehört zu werden. Und das ist also so ein weniger das, was sich im Stillen abspielt, sondern was tatsächlich auch darauf abzielt, eine größere Öffentlichkeit zu adressieren. Engin Easing unterscheidet zwischen Active Citizens und definiert das so: Active Citizens act out already written scripts, also die bewegen sich sozusagen noch immer in den vorgegebenen Möglichkeiten auch des Engagements, während Activist Citizens engage in writing scripts and creating the scenes. Das heißt, Activist Citizens wollen sozusagen auch tatsächlich eigenständig neue Lösungen entwickeln, umsetzen und auch ganz stark eben ins Handeln kommen und Strukturen verändern. Ich stelle Ihnen noch ein Konzept vor, das trägt den Titel Lived Citizenship. Es kommt so stark aus der feministischen Debatte, und zwar aus der Kritik heraus, dass viele Citizenship-Konzepte eben auch nach Meinung der Autorinnen männlich, an einer männlich definierten Welt und Öffentlichkeit orientiert sind und dass gerade viele Acts of Citizenship eher so auch im privaten, halbprivaten stattfinden. Das ist eben das Sorgen für ein gemeinsames, das Sorgen für andere, also hat ja auch eine politische Dimension. Sie kennen sicher auch aus den 1970er Jahren von der zweiten Frauenbewegung den berühmten Slogan, das Private ist politisch. Das geht ein bisschen in die Richtung, es auch hinzuschauen, dass das scheinbar Private eben auch politischen Gehalt hat und dass hier eben auch Acts of Citizenship stattfinden, und das wird eben mit dem Begriff der Lived Citizenship bezeichnet. Da geht es ganz viel um Care, Caring for Others und so weiter. Weitere Perspektiven, die ich will nämlich noch mehr aufzählen, an einen Begriff nenne ich noch, der also zum Beispiel auch von Dirk Lange, der für den Begriff ist, auch verwendet wird, ist Inclusive Citizenship, wo der Fokus ganz stark darauf gelegt wird, auf die Frage, wer ist denn eigentlich eingeschlossen, wer ist exkludiert, wenn wir von Citizenship sprechen. Ich habe es vorher schon am Beispiel von Migranten und Migranten gesagt, aber das können auch andere Gruppen sein, zum Beispiel Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit einer Behinderung,
die auch nicht immer mitgedacht werden, oder Alten. Wir machen gerade ein Projekt zum Beispiel zum Thema Altern und Citizenship, also auch alte Menschen, denen wird oft nicht mehr zugetraut, dass sie ihre Bedürfnisse selbst artikulieren und für sie einstehen können. Und da ist eben ansetzt für Inclusive Citizenship ganz besonders drauf gerichtet, hier auch kritisch zu fragen, wie kann man das schaffen, dass man möglichst viele Menschen, die unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben, hier auch einbezieht in politische Beteiligungsprozesse und Diskurse. Top-down, habe ich eben auch schon gesagt, es gibt natürlich auch gezielte staatliche Förderung von Engagementformen. Unter anderem das freiwillige Engagement ist ja auch ein Bereich, ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, kommt die Frage, ob Sie selber irgendwo engagiert sind, aber in den letzten Jahren wurde sehr viel auch öffentlich getan, um freiwilliges Engagement zu fördern und anzuerkennen. Es gibt so Awards und Ehrungen und Ehrenamtspreise und Ehrenamtsmessen und es gibt ein Freiwilligen-Web, wo man sich vernetzen kann. Und das sind alles also sehr wichtige und auch sehr gute Initiativen. Sie haben diese Medaillen auch eine Kehrseite, könnte man sagen. Weil man kann sich fragen, warum will der Staat unbedingt das freiwillige Engagement so stark fördern? Natürlich auch, weil hier ein Stück weit auch Umverteilungsprozesse stattfinden von sozialen und wohlfahrtsstaatlichen Aufgaben hin zu Freiwilligen. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses kritische Moment auch, wenn es so staatlich gelenkt wird, dass man immer mal kritisch hinschauen kann, dass, warum passiert das eigentlich. Ja? Also ich vertrete nicht die Position, dass die Gesellschaft ohne freiwilliges Engagement auskommt und dass alles staatlich geregelt sein muss und finanziert sein muss, aber es gibt ja doch Tendenzen, sehr klar erkennbare Tendenzen, dass immer mehr staatliche Aufgaben hier umverteilt werden. Ulrich Bröckling ist ein Theoretiker, ein Soziologe, der gouvernementalitätstheoretisch auch auf gesellschaftliche Vorgänge blickt, der zum Beispiel hier auch von einer Regierungstechnologie spricht. Er meint damit im Anschluss an Foucault, dass hier eben auch ganz gezielt, und da ist die Pädagogik ein Instrument dafür, die Ressource Gemeinschaft in Dienst genommen wird, um eben auch neoliberale Entwicklungen voranzutreiben. Also hören Sie einfach mein was will ich Ihnen mitgeben, wenn Sie so hören über diese so Community-Diskurse oder eben so die Förderung von ehrenamtlichem Engagement? Hören Sie einfach mal kritisch hin, wer spricht da, in welchem Zusammenhang, was wird gefordert. Also, das ist einfach auch ganz spannend, das ein bisschen zu beobachten. Also, Fazit ist: Active Citizenship kann sowohl top-down gefördert und angelegt werden, es kann aber auch wirklich von unten kommen, ja, und dann eben vielleicht gar nicht ins Bild passen oder auch gar nicht erwünscht sein. Also, und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Mischformen auch. Was sind jetzt die pädagogischen Implikationen? Ich spreche heute aus der Perspektive der Bildungswissenschaften, das war jetzt noch recht allgemein. Also, ich möchte ein paar pädagogische Anknüpfungspunkte Ihnen vorstellen. Da möchte ich aber jetzt, haben Sie schon gesagt, Sie kommen aus den Bildungswissenschaften, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Okay, dann ist gut, weil ich habe mir gedacht, wahrscheinlich sind ja nicht alle einschlägig vorgebildet. Nur damit Sie dann besser verstehen, was ich nachher sage, in den Bildungswissenschaften unterscheiden wir zwischen formaler, nonformaler und informeller Bildung. Formale Bildung meint das staatliche Bildungssystem mit den geregelten Abschlüssen, also Schule, mit den Abschlüssen, Universität, Lehre und so weiter. Nonformale Bildung oder Weiterbildung, sie werden vor allem in der Erwachsenenbildung verwendet, sind alle organisierten Bildungsangebote, die schon in einem institutionellen Rahmen stattfinden, aber außerhalb dieses regulären staatlichen Systems. Das ist also alle möglichen Workshops, Lehrgänge, die Volkshochschule, das BFI, ich weiß nicht, das WIFI, was auch immer Sie kennen an Institutionen. Das würde alles unter den Begriff der nonformalen Bildung fallen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, und das ist das sogenannte informelle Lernen. Und damit ist gemeint, dass wir ja auch abseits all dieser Möglichkeiten selbstorganisiert lernen, zum Beispiel Sie recherchieren irgendwas im Internet selbstständig oder Sie schauen sich ein YouTube-Video an und ein Tutorial und machen dann sich heutzutage mit diesen Videos, reparieren Ihr Fahrrad, Ihren Heizkessel oder was weiß ich was noch alles. Also das nimmt ja auch zu durch die Digitalisierung, aber nicht nur das, auch das Lesen eines Buchs kann informelles Lernen sein. Oder Sie fragen jemanden, zeig mir das, ja, der irgendwas kann, was Sie nicht können. Das wären aber alles jetzt noch intendierte Lernprozesse, wo Sie einfach auch
ganz gezielt sagen, du möchtest lernen und du suchst mir das selber, ohne eine Institution dahinter. Und dann gibt es noch so eine zweite Version von informellen Lernen, und das ist das sogenannte beiläufige oder en passant Lernen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns in der Regel gar nicht bewusst ist, als Lernen. Also es sind alltägliche Situationen, wo wir aber auch was lernen, aber wir würden das gar nicht selbst so kategorisieren. Und wenn Sie jetzt jemand fragt, was haben Sie da gelernt, dann müssen Sie gleich erstmal lang nachdenken, weil das gar nicht so zugänglich ist, gleich bewusst. Es gibt Studien, vor allem seit den 1980er Jahren ist das ein großes Thema geworden in den Bildungswissenschaften, das informelle Lernen, vor allem in der betrieblichen Weiterbildung, die sehr deutlich zeigen, dass ein großer Teil, manche Studien sprechen von bis zu 80% der wirklich relevanten Kompetenzen in vielen Berufsfeldern informell erworben worden sind. Also am Arbeitsplatz, Interviewing und so weiter. Und dass sozusagen der Anteil dessen, was man in einer Ausbildung erwirbt, demgegenüber sogar kleiner ist. Also deswegen gibt es auch ein großes Interesse an diesem informellen Lernen, auch seitens der Wirtschaft. Und es gibt auch immer wieder Vorschläge, die mehr oder weniger gut ausgereift sind, national unterschiedlich, das auch anzuerkennen, ja, und auch Prozedere zu entwickeln, wie man das auch in Zertifikaten zum Beispiel abbilden kann, was Menschen tatsächlich können. Das ist auch jetzt mit den Geflüchteten aus der Ukraine wieder ein Thema, und war es auch 2015, weil man oft nichts anfangen kann mit einem Zertifikat, das Menschen mitbringen aus einem anderen System, oder sie haben gar kein Zertifikat, das auf der Flucht verloren gegangen ist, und behaupten, ich bin Tischler. Also da braucht man sozusagen ein Verfahren, zu schauen, was kann die Person wirklich. Ja, und dann kann man dort ansetzen und sagen, ist die Person für den Arbeitsmarkt vermittelbar oder braucht sie eben ganz spezifische Weiterbildungen. Und da schaut man dann tatsächlich nur mal auf die Kompetenzen. Und es ist eigentlich zweitrangig, wie die erworben worden sind und ob es ein Zertifikat gibt. Es geht um die Frage, kann ich das oder kann ich es nicht. Ja, das ist also nur vorausgeschickt, weil jetzt komme ich eben zu diesem Lernprozess und viele von den politischen Bildungsprozesse sind eben informeller Art. Also es gibt natürlich auch Kurse und ähnliches und Angebote, aber vieles spielt sich hier im informellen Bereich ab. Ich möchte hier eine Unterscheidung einführen von Gerd Biester, der spricht von Civic Learning, und er unterscheidet so zwei Formen, und zwar eine Socialization Conception of Civic Learning und eine Subjectification Conception. Was meint er damit? Die erste Form ist die, wo er sagt, das Erwerben, das Lernen von Inhalten, die eben innerhalb der bestehenden Systeme relevant sind, also wie eben wie funktioniert eine Demokratie und ähnliches. Die Subjectification Conception of Civic Learning, die entsteht nach Biester eher auch im Hinterfragen der Systeme, in dem sich mal auch gegenüberstellen und sagen, so etwas wie einen Dissens herstellen zu den bestehenden. Und das sind ganz andere Lernprozesse, die laut Biester eben viel stärker in so Formaten wie dem bürgerschaftlichen Engagement stattfinden, die eher experimentell sind, wo man nicht von vornherein sagen kann, wir haben jetzt hier einen Lernzielkatalog und den müssen wir alle erreichen. Ja. Also es ist eigentlich ein ergebnisoffener Prozess. Und warum nennt er das Subjectification Conception? Weil er meint, es hat eben das Potenzial, das Subjekt an sich auch viel stärker zu verändern, in der Frage, welche Welt- und Selbstverhältnisse habe ich, wenn der Pädagoge dann transformatives Lernen. Genau, die Lernmöglichkeiten durch aktives gesellschaftliches Handeln bezeichnet Gerd Biester als die Experiment of Democracy, in das sich Menschen immer wieder auch neu einlassen müssen. Das ist auch nicht immer lustig und mühsam und auch nicht immer befriedigend, aber das wäre sozusagen diese Lernmöglichkeit, die er für auch vital hält, um Demokratien weiterzuentwickeln. Und sozusagen darum geht es vorgegeben, ja, halt brav mit zu vollziehen. Er bezieht sich da auch, denke ich, jetzt nicht ins Detail, denn weil es ja nur so eine Vorlesungseinheit ist, aber damit Sie es auch gehört haben, und vielleicht können Sie es ja einordnen, ich kenne ja Hintergrundwissen, der bezieht sich ganz stark auf Rancière in seinen Ausführungen, und das Zitat, das ich hier abgebildet habe, if the moment of democracy is a moment of disidentification with the existing socio-political order, und so weiter, ich brauche nicht alles vorlesen, aber es geht ihm darum, dass das demokratische Subjekt nach dieser Idee eigentlich erst an dieser Schnittstelle steht, wo es zu so einem Moment der Identifikation kommt, also wo man eben die Frage stellt, die kritische. Er bringt also historische Beispiele, wie dann zum Beispiel Frauen vor etwas mehr als 100 Jahren das Wahlrecht eingefordert haben, indem sie sich, die wollten dann sozusagen auch hier im Widerspruch zur geltenden Ordnung auch was einfordern und die Kämpfe, die da irgendwie damit einhergegangen sind. Also Lernen als ergebnisoffener Prozess, ein wichtiger Gedanke, den wir noch ein Stück mitnehmen. Jetzt komme ich zu dem Teil mit den praktischen Beispielen oder auch mit den Forschungsbeispielen.
wenn Sie bisher keine Fragen haben. Den Chat habe ich jetzt nicht im Blick, aber ich hoffe dann bitte, wenn Sie online, notieren Sie sich die Frage, weil ich kann jetzt nicht alles in meinem Bildschirm sehen. Sie können dann gerne später über den Chat sich auch zu Wort melden. Freiwilliges Engagement, was ist überhaupt freiwilliges Engagement? Gibt es natürlich wie für alles eine Definition, eine wissenschaftliche. Ich nehme jetzt mal wie aus dem österreichischen Freiwilligenbericht, der alle, glaube ich, 4 Jahre oder 5 Jahre, weiß ich jetzt nicht genau, erstellt wird, wo dann statistisch also nicht abgebildet wird, wer sich wo, wie oft und so weiter in Österreich freiwillig engagiert. Die Definition ist, freiwilliges Engagement bezeichnet gemeinnützige bzw. soziale Tätigkeiten und Leistungen, die freiwillig und ohne Bezahlung für Personen außerhalb des eigenen Haushalts erbracht werden. Also das ist eine sehr allgemeine Definition, das reicht von Nachbarschaftshilfe, ich gehe einkaufen für meine bedachte Nachbarin beispielsweise, bis hin zu einem prononcierten politischen Aktivismus. Also diese ganze Bandbreite fällt unter diese Definition. Manche freiwillig engagierte Tätigkeiten finden in einem institutionalisierten Rahmen, also zum Beispiel beim Roten Kreuz oder bei der Caritas. Ja, da gibt es einen Rahmen dafür, wo sich die Menschen engagieren. Und da gibt es eher private, in der Diktion des freiwilligen Berichts, informelle Formen des freiwilligen Engagements. Alles zusammengerechnet zeigt der österreichische Freiwilligenbericht, dass sich 46% der Menschen in Österreich in irgendeiner Form, also das bezieht sich jetzt auf Erwachsene, freiwillig engagieren. Also es sind eben auch diese informellen Tätigkeiten dabei. Ich kann da nicht ins Detail gehen, aber es gibt natürlich interessante Unterscheidungen zwischen Frauen und Männern und wer engagiert sich wo und wie und so weiter. Da können wir in die Diskussion gern darauf eingehen, aber jetzt sage ich jetzt nicht mehr dazu. Was man sieht über die Jahre, es gibt einen Trend hin zu mehr flexiblen und projektbezogenen Engagementformen. Also man ist dann nicht 50 Jahre lang beim Roten Kreuz, es gibt es auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr, sondern es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich engagiere mich jetzt mal Ankunft von Geflüchteten für 2 Monate, weil ich gerade Zeit habe im Sommer studieren, der aber höre ich auch wieder auf. Ja, das ist etwas, was im Trend auch zu sehen ist, zunimmt. Freiwilliges Engagement ist aber eben zugleich auch ein Lernort für politische Bildung und das ist eigentlich unser Thema heute. Viele Studien haben gezeigt, unter anderem eine Studie von Jana Truman, dass freiwilliges Engagement, auch wenn das gar nicht so politisch sich anfühlt, ja, also weil es halt so, ich helfe halt irgendwie meinen Nachbarn, aber dass das Engagement oft so ein Türöffner ist, sich dann auch stärker in anderen Zusammenhängen politisch zu engagieren, weil man sich auseinandersetzt, immer irgendwie, warum ist jetzt diese Situation überhaupt, warum braucht jemand eine Hilfe? Ja, die Gedanken kommen ja auch zwangsläufig auf. Also das heißt, es liegt im freiwilligen Engagement jedenfalls ein demokratiepolitisches Potenzial, aber nicht jedes Engagement wird dann eben so im eigentlichen Sinn auch zu einem politischen, das ist klar. Die Studie, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, die wir durchgeführt haben unter meiner Leitung, hat den Titel gehabt Solidarität lernen? Fragezeichen. Wir haben da eben begonnen 2016 im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus Syrien und dann eben auch aus Afghanistan. Bis wir dann eine Finanzierung für die Studie bekommen haben, gab es schon Vorstudien und dann die eigentliche Hauptstudie war dann 2018 bis 2019 in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen. Was wir dort gesehen haben, ist eben, dass das Engagement in vielerlei Hinsicht ein sehr wichtiger Lernraum war. Wir haben eben qualitative Interviews durchgeführt, dass vor allem informell gelernt wird, ein wenig auch nonformal. Also manche Hilfsorganisationen wie die Caritas haben zum Beispiel auch Seminare angeboten für die Freiwilligen, zum Beispiel zum Asylrecht und ähnliche Dinge. Das die haben Leute auch belegt, aber sie haben eben auch viel anderes gelernt. Es beginnt dort, dass man in so Helfergruppen, die damals, wenn Sie sich erinnern, sich oft ganz spontan organisiert haben, ja nicht alle haben bei der Caritas gearbeitet, das waren oft ganz selbstorganisierte Gruppen in Gemeinden und die mussten sich erstmal zusammenraufen, die mussten so wirklich partizipative Verfahren entwickeln, wie sie sich auch die Dinge aushandeln. Gleichzeitig mussten sie sehr schnell funktionstüchtig sein und das waren ganz spannende Prozesse, was Menschen dabei eigentlich gelernt haben, wie man als Gruppe schnell und effizient ein Anliegen umsetzen kann und so weiter. Natürlich haben sie auch Wissen erworben, in dem Fall über das Asylwesen, über Fördermöglichkeiten, über rechtliche Rahmenbedingungen, über Wohnungspolitik, also alles Mögliche, was halt Arbeitssuche, Arbeitsmarkt
waren Personen, die hatten davon auch nichts damit zu tun. Also ich nenne als Beispiel so Menschen wie meine Mutter, ja, die Pensionistin ist und die ihr ganzes Leben mit solchen Themen nicht konfrontiert, weil die hat halt wahnsinnig viel Neues auch erfahren und gelernt in dieser Zeit. Und es passiert Lernen ja einerseits auf der individuellen Ebene, also die Menschen eignen sich einzeln was an, aber auch auf der kollektiven Ebene, weil man nämlich auch als Gruppe lernt. Man lernt als Gruppe und wird handlungsfähiger und die Gruppe lernt auch, indem Wissen ausgetauscht, geteilt wird, gemeinsam Neues entwickelt wird und dieses kollektive Lernen ist halt sehr interessant, aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive, weil es ist sozusagen die Summe ist da auch mehr als die Einzelteile, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, das wollte ich sagen, weil da echt sozusagen nochmal neue Dynamiken entstehen. Das kollektive Lernen ist ganz stark in der Zeit und es ist auch interessant über Social Media vor sich gegangen. Also es gab auch verschiedenste Facebook oder was auch immer Gruppen, wo sich die Leute hier ausgetauscht und organisiert haben. Und wir haben in unserem Projekt auch Social Media Analyse gemacht, um ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ein paar ausgewählte Ergebnisse möchte ich Ihnen vorstellen. Also wir haben eben gesehen, dass bei vielen Leuten, ich habe es ja vorher eigentlich eh schon gesagt, genau das passiert ist, dass sie eingestiegen sind mit dem Impuls, ich möchte individuell einer Person, einer Familie helfen. Ja. Und das waren oft eben so ganz basale Tätigkeiten wie Kleidung, Spielzeug organisieren, zur Verfügung stellen, ja, irgendwas, Kinderbetreuung. Und dann hat sich das schrittweise oft immer weiter ausgedehnt. Und dann haben eben viele unsere Interviewpartner berichtet, dass sie einfach dann immer wieder an Grenzen gestoßen sind in ihrem Engagement, weil einfach zum Beispiel eben die rechtlichen Rahmenbedingungen das verhindert haben. Sie hätten einen Arbeitsplatz gehabt, aber es war nicht mehr ins rechtlichen Gründen. Oder die Personen haben miterlebt, wie stark auch Geflüchtete von Diskriminierung, von Rassismus betroffen sind. Und das hat viele sehr betroffen gemacht. Und die haben dann gemeint, ja, eigentlich muss man auf der Ebene auch was machen. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in nicht wenigen Gemeinden, auch in der Steiermark, solche Helfergruppen dann auch etwa Begegnungsveranstaltungen in der Gemeinde organisiert haben oder irgendwie was zum Thema Rassismus organisiert haben, einfach die öffentliche Meinung auch positiv zu beeinflussen und ähnliche Aktivitäten. Und das ist dann schon noch einmal ein Schritt weiter in Richtung einer Social Change Citizenship. Was auch viele gesagt haben in Bezug auf die eigenen Lernprozesse, dass sie gesagt haben, durch dieses Engagement, durch das Kennenlernen von Geflüchteten und deren Lebensrealitäten, auch deren Kulturen, haben sie auch die eigene Lebenssituation neu reflektiert und neu bewertet und haben einfach stark nachzudenken begonnen über globale Ungleichheitsverhältnisse, über ihre eigenen Privilegien, aber auch über ihre eigenen Vorteile, zum Beispiel gegenüber muslimischen Familien, die dann eben auch durchaus irritiert worden sind durch den direkten Kontakt. Auch ein kritisches Bewusstsein über das österreichische Migrationsregime haben viele entwickelt und da muss ich sagen, hat sehr emotionale Rückmeldungen gegeben, weil sehr viele Menschen gesagt haben, ich habe immer gedacht, ich lebe in einem Rechtsstaat und die waren auch in dem Gefühl, was das bedeutet, total erschüttert und haben da einfach mal hingeschaut, dann auch, was heißt eigentlich Demokratie und wie unterschiedlich kann man Sachen auslegen und verstehen und da, das sind das alles ganz klar auch politische Lernprozesse. Die Erweiterung des Aktionsradius habe ich schon besprochen. Es war aber nicht nur alles positiv sozusagen, was da gelernt worden ist, aber es waren nicht nur so positive Erfahrungen, sondern es gab auch negative Erfahrungen, die aber auch Lernanlässe sind, ja, wenn man das jetzt nochmal pädagogisch bewerten möchte. Zum Beispiel haben doch fast alle unserer interviewten Helfer und Helferinnen erzählt, dass sie doch mit starker Ablehnung und mit auch Anfeindungen bis hin zu tätigen Übergriffen konfrontiert waren vom Umfeld. Also teilweise eben auch vom engeren privaten Umfeld, wo einfach nicht verstanden wurde, dass man sich für Geflüchtete engagiert und das war ein großer Druck auf viele Freiwillige. Und das hat aber auch dazu geführt, dass die sich sehr stark damit beschäftigen mussten, Argumentationen zu entwickeln, beispielsweise für ihr eigenes Engagement. Und das bedeutet, da muss man mal selbst reflektieren, das sind meine Wertvorstellungen, ja, wo mich da ein, auch in einer demokratischen Struktur, warum tue ich das eigentlich? Und das mal ins Bewusstsein zu holen und auch auszuargumentieren, kann man sagen, ist auch ein ganz spannender, man könnte sagen, ein politischer Subjektivierungsprozess, man kann auch sagen, es ist ein Lernprozess. Der ist zum Teil durch die Eigenreflexion passiert, aber auch durchaus in Absprache gegangen mit einem kollektives Lernen mit anderen Helferinnen aus der Gruppe, wir haben das eben gesehen,
in der Social Media Analyse, dass da ganz viel auch diskutiert wurde, welche Argumente kann man eigentlich bringen, wenn man so mit solchen Anfeindungen konfrontiert ist und zu Rechtfertigungsdruck seitens der Familie beispielsweise. Nicht alle haben das aber sozusagen gut ausgehalten. Es sind auch nicht wenige Menschen aus dem Engagement ausgestiegen, natürlich aus mehreren Gründen, aber ein Grund war schon dieser Druck von außen, den nicht alle standgehalten haben auf Dauer. Es war aber auch so, dass viele Helferinnen gesagt haben, sie sind einfach das Ganze zu stressig, wir zu überfordern, sie haben Abgrenzungsprobleme gehabt. Es waren auch nicht alle Erfahrungen mit den Geflüchteten natürlich positiv oder so wie erwartet. Und das hat dann also auch dazu geführt, dass manche auch enttäuscht ausgestiegen sind aus dem Engagement. Ja, wie stehe ich mit der Zeit? Ich habe keinen Uhr im Blick. 10 vor 4. Okay, ein bisschen kleiner noch. Was wir auch gesehen haben, dass es zwischen Geflüchteten und Freiwilligen eben nicht nur egalitäre Beziehungen gibt oder es sogar sehr schwer ist, hier egalitäre Beziehungen herzustellen. Und das war natürlich auch so ein spannender Prozess, der bei manchen Leuten zu starker Enttäuschung geführt hat. Aber auch natürlich zu fragwürdigen Praktiken, muss man sagen, von sehr starker Bevormundung der Schützlinge und so weiter, also in alle Richtungen. Wir haben über das auch ein bisschen nachgedacht in unserer Forschung, dass natürlich hier solche Asymmetrien einfach auch schwer abzubauen sind, wenn die Strukturen dahinter das nicht gerade fördern. Weil wenn zum Beispiel die Versorgung von Geflüchteten kein staatlich anerkanntes und garantiertes Recht ist, sondern der privaten Wohlfahrt weitgehend einmal überlassen bleibt, dann fördert das natürlich solche Abhängigkeitsverhältnisse und Asymmetrien sehr stark. Aber hier kommt die Pädagogik ins Spiel jetzt auch als Begleiterin, also nämlich die Gruppen, die auch begleitet worden sind in diesem Engagement und auch eine Möglichkeit hatten, das zu diskutieren, angeleitet oder durch Supervision, der konnte natürlich mit solchen schwierigen Situationen auch umgehen und dann sind hier auch ganz wichtige Lernprozesse passiert, weil Demokratie, habe ich vorher schon gesagt, ist ein Experimentierfeld, das auch nicht immer Spaß macht und nicht immer leicht ist. Und da braucht es auch ein Stück weit Begleitung, dass das nicht ins Gegenteil umschlägt, dass man sagt, nie wieder tue ich was. Ja, oder ich habe die Nase voll und manche Leute dann ja sogar ein extremes Gegenteil kippen. Also dass man auch wirklich sozusagen eine strukturierte Form findet, zu reflektieren, was ist eigentlich das Ziel meines Engagements, ja, warum mache ich das, was ist auch der Eigennutz, der ist ja bei jedem freiwilligen Engagement auch da und auch grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber da muss man einfach sozusagen auch sich selbst anschauen. Ja, das wäre das eine Beispiel. Das zweite möchte ich noch erwähnen. Wir haben ein Projekt durchgeführt im Rahmen des Grazer Kulturreis 2020, das ja hauptsächlich 2021 stattgefunden hat durch die Pandemie, aber das ist halt der offizielle Titel. Auch aus diesen Erfahrungen unserer früheren Projekte wollten wir einfach da mal selber ausprobieren, wie kann es eigentlich funktionieren, dass eine Gruppe von Menschen, die eigentlich keine Mitsprache haben in der Stadt Graz, also in dem Fall Migrantinnen mit kleinem i, es war ein frauenspezifisches Projekt, sich trotzdem auch Gedanken machen über ihren Stadtteil. Wir haben eine Gruppe von 13 Frauen eingeladen, die waren gemischt, es waren auch in Graz und Österreich geborene, immer schon hier ansässige Frauen dabei, eben Frauen, die eingewandert sind aus verschiedenen Ländern. Und wir haben in sogenannten Living Labs mit ihnen über ein halbes Jahr daran gearbeitet, dass sie einfach ihren Stadtteil mal erkunden, sich überlegen, wer sind sie eigentlich als Bürgerinnen dieses Stadtteils, was haben sie dazu sagen, was haben sie für Gefühle zu den einzelnen Orten, was würden sie gerne verändern, welche Utopien und Visionen haben sie eigentlich. Das Ganze wurde gemeinsam mit Künstlerinnen durchgeführt, also einer Fotokünstlerin und einer Textkünstlerin. Und es hat dann am Ende eine Ausstellung gegeben im öffentlichen Raum von Plakaten, die als Foto-Textcollagen entstanden sind. Was wir gelernt haben oder gesehen haben aus diesem Projekt, wir haben es auch begleitend beforscht, dass es eben ganz wichtig ist, gerade wenn man so eher marginalisierte Gruppen auch einladen möchte zur politischen Teilhabe, dass man eben Settings und Methoden finden muss, die auch passen für diese Gruppe. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, 13 Frauen, von denen 8 oder so nicht Deutsch als Erstsprache haben und die wieder unterschiedliche Erstsprachen. Wie gestaltet man so einen Prozess, dass sich alle beteiligen können? Wie geht man damit um, dass da ja auch viele Machtasymmetrien innerhalb so einer Gruppe
entstehen. Und da haben wir eben auch vieles ausprobiert, ganz im Sinn von Gerd Biester, dass es eben auch ein Experimentierraum ist, von dem man nicht vorher sagt, was wird dort getan, sondern wirklich schaut, wo geht's hin. Aber für uns war wichtig, dass wir eben auch so außersprachliche Methoden einsetzen, wie eben Fotografie, was sehr gut funktioniert hat, dass die Frauen einfach dann ihren Stadtteil erkundet haben und dann über die Fotos gesprochen haben und aus dieser Distanznahme über das Foto und wurde dann auch noch einmal möglich zu sprechen, auch über so strukturelle Fragen, die dahinter liegen eigentlich. Genau. Sie sehen da ein paar Impressionen. Wir haben viel im öffentlichen Raum gemacht. Das ist im Volksgarten beispielsweise, so irgendwelche Brainstormings und Gedankenaustausch. Das Ganze hat während der Pandemie stattgefunden und war höchst schwierig. Aber es hat irgendwann funktioniert, am Landmarkt. Das war natürlich super, ne, mit dem ganzen Gemüsestandeln dort, um auch über so interkulturelle Fragen ins Gespräch zu kommen. Aber was eben, warum ich dieses Foto ausgewählt habe, es ging uns nicht nur darum, dass da irgendwas fotografiert wird, sondern die Passantinnen und Passanten haben dann die Frauen angesprochen, was sie da eigentlich tun. Und dadurch sind so Interaktionen im öffentlichen Raum entstanden, die natürlich auch Teil der Idee waren. Und das hat also sehr, sehr gut funktioniert. Und die Frauen haben sich dann irgendwie so Schritt für Schritt, wie wir es nennen, haben sie einfach auch Ownership über ihren Stadtteil schrittweise übernommen. Und das war auch so ganz was Wichtiges in den Rückmeldungen, dass sie einfach gesagt haben, zum ersten Mal das Gefühl gehabt, sie haben ja eigentlich auch was zu sagen zu ihrem Lebensumfeld und sie sind überhaupt auch legitimiert, dass sie sich Gedanken darüber machen. Das klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber ist eben nicht selbstverständlich, ja, wenn man sozusagen qua Status keine Bürgerinnenrechte hat, trotzdem sagen, ja, aber ich habe ja vielleicht auch was dazu zu sagen und ich habe auch ein Recht, meine Gedanken zu äußern. Wie haben sie das dann gemacht, indem dann diese Plakatserie entstanden ist? Es sind nur so ein paar Impressionen. Das sind eben die Fotos der Frauen, die dann noch einmal von einer Künstlerin, von Mariam Mohammadi, durch eine Glaskugel fotografiert worden sind. Das symbolisiert so ein Stück weit diese Idee der Utopie im Projekt, aber auch die Realität wird dann nochmal auf den Kopf gestellt und neu betrachtet. Und die Zitate kommen eben aus Aussagen von den Frauen, die sie im Rahmen verschiedener Diskussionen gemacht haben. Ja, nur damit Sie das kurz mal gesehen haben, was so gekommen ist. Ist jetzt halt alles ein bisschen klein hier. Sehr viele Ideen, die die Frauen hatten für den Stadtteil, sind so in Richtung Räume für Gemeinschaft gegangen. Sie haben sich also einfach Orte gewünscht, wo sie zusammenkommen können, wo sie sich treffen können, wo sie sich austauschen können. Das trifft sich sehr mit dem, was ich vorher über Lived Citizenship gesagt habe, ja, also weil das sind einfach auch außerhalb der privaten Sphäre trotzdem Räume, wo man Gemeinschaft leben kann, ausprobieren kann, was entwickeln kann, was vielleicht eben über das ganz Private auch ein Stück weit hinausgeht. Dann sage ich vielleicht noch ganz kurz, damit es jetzt auch so ein Top, bitte. Nein. Die haben wir haben Projektpartnerinnen gehabt, den Verein gesehen, aus dem Verein Frauenservice, haben dort überall Werbung gemacht und so sind die Frauen zusammengekommen mit verschiedenen NGOs, die mit Migrantinnen arbeiten. Dort haben wir das Projekt vorgestellt und dann haben sich Frauen gemeldet, die Interesse haben mitzumachen. Aber ich glaube nicht, ich glaube zwei Frauen kannten sich flüchtig, alle anderen sind da zum ersten Mal aufeinander getroffen. Was macht die Stadt Graz? Jetzt kommt noch so ein letzter offizieller Blick und Eindruck. Auch in der Stadt Graz gibt es seit den 1970er Jahren Überlegungen, wie man Bürger und Bürgerinnen in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbeziehen kann. Das ist nicht ganz freiwillig erfolgt, sage ich mal. Es gab in dieser Zeit Proteste gegen diverse Bauvorhaben. Und das hat dann dazu geführt, dass die Stadt auch darauf reagiert hat, zu überlegen, wie kann man das von vornherein, man könnte jetzt sagen, abmildern den Protest oder einfach auch wirklich eine Möglichkeit schaffen, hier Partizipation zu ermöglichen. Vor allem hat sich das, also es gibt verschiedene Beteiligungsprojekte auch im Kinder- und Jugendbereich, aber wirklich institutionalisiert ist das eigentlich jetzt in der Stadt Graz in Bezug auf die Stadtentwicklung und Stadtplanung und auch im dortigen Amt angesiedelt. Es wurde 1974 das Referat für Bürgerinitiativen gegründet. 2015 vom Gemeinderat wurden Leitlinien für die Bürgerinnenbeteiligung bei Vorhaben der Stadt Graz verabschiedet und jetzt heißt das zuständige Amt Referat für Bürgerinnenbeteiligung.
wie funktioniert die Arbeit, also vor allem bei Bauprojekten oder wie der Christplatz umgestaltet worden ist, was ein großes Beteiligungsprojekt, wird dann eben auf eine sogenannte Vorhabensliste gesetzt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dann werden verschiedene Aktivitäten gesetzt, Diskussionsveranstaltungen, moderierte Prozesse. Beim Christplatz sind auch Künstler und Künstlerinnen eingeladen worden, die von Haus zu Haus gegangen sind und irgendwie so Skizzen angefertigt haben von dem, was Menschen sich wünschen. Also, und da gab es ganz, ganz viel über 2 Jahre. Aber es kann auch was Kleines sein. Es wird ein neuer Park geplant und dann gibt es 1 oder 2 Versammlungen, wo sich Leute austauschen und ihre Meinung dazu abgeben können. Die neueste Aktion im letzten Jahr war ein sogenanntes, da habe ich einen Tippfehler, Bürgerinnenbudget, wo Vorschläge eingebracht werden konnten, die dann online veröffentlicht worden sind, so von so kleinen Projekten, die Bürgerinnen durchführen wollen in der Stadt. Und mit einem Online-Voting wurden dann da die Projekte ausgewählt. Fragen Sie mich bitte nicht, welche ausgewählt worden sind. Ich habe es vergessen. Ich habe es mir damals angeschaut, aber kann man sicher noch irgendwo nachvollziehen über die Homepage des Bürgerinnenreferats. Es gibt dann noch Bürgerinitiativen, die sich selbst organisieren, klarerweise. Die bekommen auch von der Stadt Graz ein bisschen Unterstützung, insofern, dass es eine Website gibt, wo sie sich vorstellen können. Und natürlich gibt es dann auch diverse Unterstützungen von freiwilligen Organisationen. Also das ist jetzt so der Ansatz, der von der Stadt Graz auch in Bezug auf die Bürgerinnenbeteiligung bis dato vorliegt. Ich frage wieder nach der Zwischenzeit, aber ich komme eigentlich eh schon zum Abschluss. Genau. Gut. Zusammenfassend, und dann haben wir noch Zeit zum Diskutieren auch. Was folgt daraus für die politische Bildung, ist meine Fragestellung eigentlich für mein Resümee. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man abseits der sowieso bestehenden, wie in der Schule oder irgendwelchen Formaten klassischer politischer Bildung, die auch ihre Berechtigung haben, einfach viel stärker noch darüber nachdenken sollte, wie kann man solche offenen Lernräume kreieren. Auch mit dem Risiko, dass da mal nichts rauskommt. Ja, also sozusagen, das ist oft das Problem in der Bildungsarbeit, dass auch Bildung immer schon so eine Nützlichkeitserwartung unterworfen wird. Das kennen Sie alle als Studierende auch an der Uni. Man muss irgendwie sehr effizient alles machen. Wo gibt es solche offenen Lernräume und was, wer ist eigentlich zuständig, die zu kreieren und wie kann man die auch vermehrt schaffen? Zeit spielt auch eine Rolle, aber eben auch die räumliche Dimension ist nicht zu unterschätzen. Es muss einfach den Ort auch geben, wo das stattfinden kann, sich entwickeln kann. Für die Pädagogik ist es so, dass solche Prozesse begleitet werden können, möglichst zurückhaltenden Art und Weise, Impulse setzen. Da kann man entweder Anleihen, so wie wir mit diesem Projekt Active Urban Citizenship, oder man kann dorthin gehen, wo die Prozesse ohnehin schon stattfinden. Stichwort freiwilliges Engagement. Also wenn ich sehe, dass da sowieso schon Gruppen sind, die arbeiten, dann könnte man dann auch gezielte Angebote machen seitens der Pädagogik aus meiner Sicht. Bei dem Projekt Solidarität Lernen haben wir auch gefragt, ob die Leute an irgendwas teilgenommen haben. Da haben wir sehr oft die Antwort bekommen, na, wir sind eh so ausgelastet mit unserer eigentlichen Tätigkeit. Also das müsste man, glaube ich, auch gut vermitteln, dass es auch durchaus sinnvoll ist, sich ein bisschen Zeit zu geben zum Reflektieren und so weiter. Dann ist immer die Frage, die Kompetenzen, die da erworben werden, soll man die auch irgendwo abbilden, damit man sie verwerten kann? Es gibt insgesamt für die Freiwilligenarbeit ja so Versuche, es gibt so Kompetenzportfolios für den freiwilligen Bereich, die man machen kann und das dann irgendwo auch vorlegen, bei einer Jobbewerbung so zusätzlich sozusagen, um was nachzuweisen. Also wenig so politische Bildungsprozesse sind da eigentlich noch gar nicht beinhaltet. Das ist aber eine Diskussionsfrage, die lasse ich jetzt mal offen, ob das Sinn macht, dass man das auch noch in so einen Verwertungszusammenhang auch hineinbringen muss. Unbedingt könnte man auf jeden Fall darüber diskutieren, aber ich glaube, da gibt es eben Pro- und Kontra-Argumente vermutlich dafür. Ein Begriff, den ich dann zum Schluss jetzt dann noch aufwerfen möchte, nämlich auch wieder jetzt von Gerd Pister, den ich ja schon erwähnt habe, der von Public Pedagogy spricht. Das finde ich eben sehr spannend jetzt für die Bildungswissenschaften auch. Was heißt das eigentlich, Public Pedagogy? Pister unterscheidet da 3 Formen. Er sagt, es gibt sowas wie Pedagogy for the Public. Damit meint er eben so Bildungsprozesse, die von oben her mehr oder weniger verordnet werden, die ganz stark so einen instruktiven Charakter haben. Das wäre also vieles, was, glaube ich, auch in den EU-Dokumenten unter der Förderung von Active Citizenship
verstanden wird. Also ich will das jetzt gar nicht, dass Sie mich falsch verstehen, alles negativ beurteilen. Ich sage das jetzt einfach mal als eine Unterscheidung, ohne das jetzt zu bewerten. Alles hat gewissermaßen seine Berechtigung auch. Dann die zweite Form von Public Pedagogy, die bezeichnet Pista als Pedagogy of the Public. Damit meint er so Begleitung von Prozessen, wo es darum geht, Menschen zu empowern, zu befähigen, bestimmte Dinge durchzusetzen, umzusetzen. Das wäre ein bisschen das, was wir in unserem Projekt vielleicht auch gemacht haben, ja, also einen Rahmen zu schaffen, begleitend dabei zu sein, dass solche Prozesse entstehen können. Die dritte Form nach Pista wäre die Pedagogy in the Interest of Publicness, und damit meint er, also er, diese zweite Form, dieses pädagogische Begleiten, sieht er nämlich auch ein bisschen kritisch, weil er sagt, es ist zwar super, wenn Leute da begleitet werden, dass sie selbstständig handlungsfähig sind, aber trotzdem wird das Politische hier unter ein Lernregime gebracht. Und das hat natürlich auch problematische Seiten, weil da wird wieder ein Stück weit suggeriert, Bildung soll gesellschaftliche und politische Probleme lösen. Und das ist natürlich jetzt problematisch einmal per se. Und es ist auch die Tendenz dann, das auch wieder zu individualisieren, ja, und gesellschaftliche Herausforderungen in die Verantwortung des Individuums zu legen alleine, was also sicher so auch fragwürdig wäre. Deswegen hat er eben diese dritte Form auch noch formuliert, und darunter versteht er eben eine sehr, sehr offene Form, wo er, Zitat, schreibt: "The educational work does not take the form of instruction of the public or the facilitation, but becomes more activist, more experimental and more demonstrative." Er meint damit eben ganz stark, wirklich sehr zurückhaltend, nur so Räume zu eröffnen, das Experimentieren zuzulassen, maximal zurückhaltend zu begleiten, aber auch ein Stück weit Vorbild zu sein durch die Art der Pädagogik, ja, die eben nicht belehrend ist, die nicht vorgibt, auch so demonstrieren, wie kann eigentlich so gemeinschaftliches Aushandeln von gesellschaftlichen Problemen ausschauen. Mir fallen relativ wenige Beispiele ein, wo das so passiert. Okay, da bin ich ja schon am Ende. Jetzt haben Sie nur noch eine Literaturliste im Anhang, wenn Sie sich die Folien später mal anschauen wollen und sich vertiefen möchten. Ansonsten wäre ich mit meinen Ausführungen am Ende, und ich freue mich sehr, wenn es noch eine Diskussion gibt, die wir jetzt wieder einschalten, dass wir den Chat sehen. Und bitte Sie einfach, also entweder im Chat was reinzuschreiben, wenn Sie die ZuhörerInnen online was fragen oder kommentieren möchten, oder Sie können sonst auch das Mikrofon einschalten. Wir sind so wenige, dass das, glaube ich, auch machbar ist. Danke mal. Bitte. Es gibt noch keinen neuen Freiwilligenbericht seither, weil ich glaube, alle 5 Jahre kommt da raus, und ich weiß nicht, wahrscheinlich durch die Pandemie ist ja alles verzögert. Also deswegen kann ich das jetzt noch nicht sagen, ob das mehr oder weniger geworden ist. Kann ich nicht beantworten. Wir haben uns schon ein bisschen angeschaut, gibt es auch irgendwelche Untersuchungen, welche Menschen sich zum Beispiel für Geflüchtete engagieren, also im Sinn von welche soziodemografischen Merkmale hat diese Gruppe. Jetzt für Österreich gab es noch eine kleine Erhebung von der Caritas Steiermark, die ein bisschen was gezeigt hat, und in Deutschland hat es eine repräsentative Erhebung gegeben. Es sind sehr ähnliche Ergebnisse rausgekommen. Ich hoffe, ich habe es noch im Kopf. Also auf jeden Fall waren es deutlich höher gebildete Personen, die sich engagiert haben, gerade in dem Bereich für Geflüchtete. Es waren überproportional viele Frauen, die sich da engagiert haben. Und auch von der Altersstruktur her die meisten zwischen 40 und 60, aber eher Tendenz ältere Personen. Und jetzt im Vergleich zu anderen Engagementformen, also auffällig ist vor allem eben hier der hohe Anteil von Frauen und auch der hohe Anteil von Höhergebildeten. Das war schon spezifisch, zumindest in der deutschen Studie. Es gibt jetzt keinen Anlass zu glauben, dass das so ganz anders gewesen wäre in Österreich. Ich glaube, dass das schon, kann man durchaus übertragen, dass das relativ ähnlich war.
Bitte. Sie haben, glaube ich, eine Studie von der Karita Steiermark erwähnt. Ja. Das ist immer extrem für die Karita Steiermark. Ja. Ja, dieses Projekt ist leider schon so lange her, ich kann es Ihnen gerne noch zukommen lassen. Also, aber da ist auch ungefähr so ähnlich rausgekommen, eben auffällig auch die relativ hohe Altersstruktur. Das war wirklich nur so eine kleine, nicht repräsentative Erhebung unter den Personen, die über die Caritas engagiert sind. Also die freien Gruppen sind da auch nicht erfasst. Ja, wobei natürlich, ich meine, also die Caritas war von Ihnen im Ministerium offiziell beauftragt. Die waren natürlich offiziell tätig zum Beispiel. Genau, aber sie haben dann zusätzlich dann immer noch viele freiwillige Helferinnen gehabt rund um diese Gruppen und die haben sie befragt, soweit ich mich jetzt richtig erinnern kann. Aber wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen gerne zukommen lassen, dann können Sie das nochmal nachlesen. Ja, das wird man sehen, wie es jetzt ist, da gibt es jetzt noch gar keine Daten zur neuen Situation. Ich meine, es wird sich vielleicht auch ein bisschen anders darstellen, wie Sie wissen, ist das alles etwas anders geframed. Ja, es ist halt sozusagen eine Gruppe von Geflüchteten, die jetzt im Vergleich zu den Leuten aus Syrien und Afghanistan als eben eher akzeptiert, zumindest vorerst noch wahrgenommen werden und wo sich vielleicht auch dann andere Leute engagieren, das wird man aber erst sehen. Sie haben den Prozess in Graz erwähnt, dass hier auch einiges stattgefunden hat, was Bürgerbeteiligung betrifft. Es ist dann irgendwie paradox, dass gerade in der Zeit, wo sagen wir so, die Stadtpolitik eher weniger inklusiv abgelaufen ist, solche Prozesse aufgekommen sind, sind die aufgekommen, obwohl die Stadtregierung so war, wie sie war, oder weil eben so als Feigenblatt, um weiterhin U-Bahn-Pläne vorzustellen und solche Dinge? Das ist natürlich eine sehr berechtigte und gute Frage. Ich glaube, dass das so durchaus diesen Aspekt immer hat, dass man Proteste schon mal im Vorfeld befrieden will. Ob das ist jetzt auch meine persönliche Einschätzung, was auch nicht heißt, dass nicht auch gute Anliegen und Ideen dahinter sind. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, dass es Leute gegeben hat, die diese Idee der Partizipation ernst nehmen und vorangetrieben haben und das vielleicht auch in die Richtung gut verkauft haben, dass es vielleicht auch ganz angenehm sein kann, dass man dann nicht die großen Proteste hat bei Bauvorhaben beispielsweise. Aber das kann ich jetzt auch nur so, ist ein bisschen spekulativ, das zu beantworten. Ich denke schon, dass das sehr, es wird ja auch reduziert eingesetzt. Es muss ja in der Absprache von Verwaltung und Stadtsenat werden diese Projekte auf die Vorhabensliste gesetzt, die dann tatsächlich überhaupt in so einen Prozess kommen. Es gibt ein paar Gremien, so wie den Migrantinnenbeirat, die haben eine Vorschlagsmöglichkeit auch, dass da Projekte auf die Liste gesetzt werden. Also ich denke mal, die ganz heiklen Sachen werden wahrscheinlich gar nicht auf diese Liste kommen, möglicherweise. Da gibt es natürlich viele Schrauben, ja, wo dann jemand da nochmal drehen kann und das auch ein Stück weit kontrollieren kann, dass das nicht irgendwie in eine Richtung geht. Und ob die Sachen dann aufgegriffen werden, ich meine, das weiß man leider von vielen partizipativen Prozessen, auch im Kinder- und Jugendbereich, wo ja auch sehr populär ist, dass man Kinder beteiligt und dann wird nichts realisiert. Also ich habe das mit meinen eigenen Kindern leider zwei oder dreimal erlebt im Lauf ihrer Schulkarriere, dass sie dann, was weiß ich, eifrigst, ja, mit roten, klirrenden Backen und total begeistert irgendwelche Sachen für den Schulhof entwickelt haben, wieder gestaltet werden und nichts davon ist dann finanziert worden. Ich meine, da lernt man leider sehr früh, dass sich politische Beteiligung nicht lohnt. Das ist sehr, sehr fatal und sehr ungut, ja, wenn sowas passiert. Und so ist es natürlich bei manchen. Ich glaube, was das Kriegsplatz-Projekt betrifft, ich habe da auch Interviews geführt mit Leuten, das scheint doch relativ konstruktiv gewesen zu sein. Natürlich ist nicht alles umgesetzt worden, aber da ist schon einiges eingeflossen dann in die Planung. Aber das war auch einer der Prozesse, die wirklich sehr breit und sehr lange angesetzt waren, wo auch viel Mittel reingeflossen sind. Das hat man gescheit gemacht. Das ist, glaube ich, nicht immer der Fall. Und wir haben es uns ein bisschen angeschaut, jetzt von der Seite auch, eben wie werden zum Beispiel Migrantinnen einbezogen, wenn solche Vorhaben abgewickelt werden. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil dann gibt es halt eine Versammlung in einem großen Saal. Wenn die Leute mit irgendeinem amtlichen Brief, den sie halt im Postkastel vorfinden, eingeladen, dann können sie sich vorstellen, wenn jemand Deutsch nicht als Erstsprache hat, sowieso vielleicht eher unterprivilegiert ist, der wird wahrscheinlich dann nicht dort in den Saal gehen, aufstehen und sagen, ich hätte jetzt bitte dieses Anliegen. Also ich will nicht sagen, dass das gar nicht passiert, aber es ist ungleich schwerer. Und da ist eben der Migrantinnenbeirat aber auch doch immer wieder involviert, dass die dann einfach andere Settings parallel dazu machen, wo sie das nochmal mit Dolmetschern erklären oder einfach in einem geschützteren Rahmen. Da kann man sich sicher noch mehr einfallen lassen, um das inklusiver zu gestalten. Also
Ich denke mal, der Ansatz ist grundsätzlich gut. Ich glaube, er passt nur für bestimmte Projekte, aber es gibt sicher immer auch diese Kontrollidee dahinter. Ja. Ich will noch fragen, ja? Sie haben kurz den Dichter erwähnt mit seiner Referenz auf Rossier. Ist es nur bei ihm relevant oder ist es breiter in der Citizenship-Debatte relevant, dieser rossiersche Ansatz der Egalität in der Disruption, weil es ja unglaublich transformierende konzeptuelle Relevanz, denke ich mal. Ich kenne jetzt nicht die gesamte Citizenship-Debatte, weil die auch in verschiedenen Disziplinen geführt wird. Ich kann es eher jetzt von der pädagogischen Seite sagen. Und da wird schon oft mit Rancière gearbeitet, ist mir aufgefallen. Zumindest in der Erwachsenenbildungsforschung, aus der ich komme. Ja. Also aber wie breit das jetzt ist insgesamt und international. Ich meine, ich bin ja, wie wir alle, ich habe auch selektiv schon meine Autoren und Autorinnen, die ich lese, welche denen den Gedanken gut folgen kann. Daher kommt es öfter vor, ja. Weil viele Leute, sie haben es sehr, sehr gut und sehr breit eingeführt, die unterschiedlichen Interpretationen von der Citizenship, weil viele Leute fangen einfach an, über Citizenship zu reden. Was denn können, was machen sie genau? Ja, aber eben gibt es eine große Vielfalt und auch wenn Sie schauen, was in unseren Schulen unterrichtet wird und so, also da ist ja die Bandbreite total groß, auch was politische Bildung meint, ist ja überhaupt nicht einheitlich definiert. Und die kommen eher aus der Erwachsenenbildung und das ist auch nochmal ein Unterschied, aus welcher pädagogischen Teildisziplin man kommt, muss ich sagen. Also ich merke das immer wieder, wenn Kolleginnen, die eher so im Schulbereich der politischen Bildung aktiv sind, die haben auch ganz andere Literaturbasis oft als wir aus der Erwachsenenbildung. Da kommen halt viele auch so aus der gouvernementalitätstheoretischen Ecke und so weiter. Im Chat tut sich nichts. Gibt es hier noch Fragen oder Kommentare? Oder eigene Erfahrungen mit Engagement oder Ähnlichem. Okay, das ist mir nicht so inklusiv vorkommen. Ich war da bei einem Event und dann ist der Nagel angekommen und hat erzählt, wie er den Christplatz mal umgestaltet wird und dass es leider nicht geht, weil wegen den Bushaltestellen. Und alle waren sich einig, das Problem ist der Verkehr. Und das war wer von der Stadt Graz dann hier, der hat erklärt, das geht alles, wenn man die Ampelphasen ändert und dann ist alles ganz wunderbar mit dem Verkehr. Das hat dann zwar keiner glaubt, aber er hat gesagt, soll man glauben, das gibt Studien. Das war dann so richtig paradigmatisch der Eintritt der Governance und jetzt habt ihr Bürger nichts mehr zum Wissen, weil das klingt gibt nicht gut, ja. Also ich glaube, das war ja ein längeres Projekt und es gibt sicher unterschiedliche Wahrnehmungen dazu. Ich habe den mit dem Migrantinnenbeirat dazu auch Interview geführt. Die fanden, dass es ein sehr gutes Beispiel war insgesamt, aber wahrscheinlich in Teilaspekten nicht. Es sind auch ganz viele Dinge passiert, die sind ja auch von Tür zu Tür und in die Innenhöfe gegangen, wo zum Beispiel Frauen aus migrantischen Familien, die sonst nie mit irgendwem reden, sitzen und haben mit denen geredet. Also da ist schon was passiert. Inwieweit das dann eingeflossen ist. Aber vielleicht macht dann sowas auch ziemlich viel kaputt, ja, wenn es dann so ein Szenario gibt. Also das klingt sich gar nicht gut. Es ist ein sehr, sehr schlechtes, aber symbolisch doch sehr wirksames Signal. Ist leider abgemeldet, sehe ich nichts mehr. Also in dem Sinne ein gutes Beispiel eben von diesem Lernpotenzial, weil wenn man jemandem das sagt und nur reagiert, würde es natürlich nicht so ankommen, wie wenn man das eben in so einer Situation selbst erlebt. Also insofern steckt natürlich schon echt sehr viel drinnen. Okay, dann Dankeschön.
Da ist nichts mehr gekommen, sehe ich jetzt. Kurz weg waren, Entschuldigung, ich weiß gar nicht. Dann ist schon alle gegangen, sind, nachdem das kurz sich ausgeschaltet hat. Aber danke auch für alle, die online dabei waren. Und danke für die Diskussion. Was sieht dann doch den Wert, wenn man dann doch da ist, dann kann man wieder diesen Moment machen und kann sie dann auch besser anbringen. Auch für die, die online dabei sind, vielleicht das nächste Mal dann auch vorbei. Ja. Und vielen Dank. Danke an alle. Und jetzt genießen Sie doch die Sonne, ich auch, beim Heimradeln.